Wenn wir jetzt von der Reparatur und dem Wiederaufbau sprechen, kommt auch immer wieder die Frage auf, bauen wir dann dort direkt mit Glasfaser aus? Dort, wo die Infrastruktur komplett zerstört ist, ja. Wir werden auch 5G und Glasfaser verwenden, um den Wiederaufbau zu gestalten. Das heißt, wir kämpfen nicht auf alte Topologien und alte Bestandsinfrastruktur zurück. Wo komplett neu gebaut wird, ist ganz klar, wir wollen das Neueste und das Beste für unsere Kunden dort platzieren. In den letzten Tagen haben wir euch auf diesem Kanal einen Einblick gegeben darüber, was die Telekom in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten tut, um die Infrastruktur rund um die Telekommunikation wiederherzustellen. Heute haben wir Walter Goldenitz zu Gast, den Geschäftsführer der Technik der Telekom Deutschland. Herzlich willkommen, Walter. Hallo Mike, herzlichen Dank für die Einladung. Walter, du hast dir selbst ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Was ist dein Eindruck? Naja, die Hochwasserkatastrophe hat ja regional sehr stark begrenzt, aber sehr heftig zugeschlagen. Und das Leid, das die Menschen da erfahren, ist zum Teil unglaublich und das Ausmaß der Zerstörung ist erschütternd, wenn man das sieht. Und das trifft auch unsere Infrastruktur. Also wir haben in den Bereichen Betriebsstellen verloren. Wir haben unsere MSANs, MFGs verloren. Das sind unsere Access Nodes, die sozusagen der Anschluss mit Glasfaser für unsere Kunden bedeuten. Und wir haben auch Mobilfunkstationen verloren. Allein im Mobilfunk haben wir in der Nacht über 300 Stück verloren. Und ich bin froh, dass wir letzte Woche bereits, also letzten Freitag, 100% der Netzabdeckung, der Bevölkerungsabdeckung im Mobilfunk wiederhergestellt haben. Das heißt, hier hat das ganze Team extrem gearbeitet, aber das Ausmaß der Zerstörung ist enorm. Du hast gerade über das Thema Mobilfunk gesprochen. Ja. Wie genau sahen die Maßnahmen aus, die wir als Telekom dort ergriffen haben? Also nachdem die Bereiche wieder zugänglich waren, und das war ja zum Teil durch Gefährdung von Personen nicht immer möglich, es war zum Teil keine Straßen vorhanden, sind auch noch immer zum Teil keine Straßen vorhanden, sind unsere Trupps dennoch, unsere Teams am Freitag, sprich sobald Tag hell wurde, raus und haben einmal geschaut, was ist denn überhaupt Sache? Und das war zum Teil abenteuerlich, weil eben Wege gefehlt haben, Straßen gefehlt haben, Bäume umgefallen sind. Das heißt, man hat damit unter Einsatz aller Kräfte und auch unter Mithilfe vom technischen Hilfswerk, vom Militär, konnten wir dann Stück für Stück unsere Stationen erreichen und einmal schauen, wie groß ist denn der Schaden. Sehr oft war der Schaden an und für sich nur in der Zuleitung, in der Anbindung, im Backhauling, in der Stromversorgung. Das sind die zwei Haupttreiber gewesen. Und dann hat das Team einfach on the spot tatsächlich in Realtime geplant und hat versucht, über Richtfunk, über Notstromaggregate die Infrastruktur so schnell wie möglich hochzuziehen. Der Fokus der ersten Stunden nach der Katastrophe lag also auf die Wiederherstellung des Mobilfunknetzes. Das eine war Erfassen der Situation. Das war in der Nacht von Donnerstag, wo ja tatsächlich komplettes Chaos in diesen betroffenen Gebieten geherrscht hat. Das heißt, wir wussten, was weg ist, wir konnten aber nicht sehen, wie wir es reparieren, weil wir nicht hinkonnten. Das ist der erste Schritt, war mal Erfassen der Situation. Ganz klar, sowohl im Festnetz wie auch im Mobilfunk sind unsere Leute raus, haben sofort versucht, die Infrastruktur zu inspizieren und wenn geht, sofort wieder in Betrieb zu nehmen. Zum Teil muss das Wasser abfließen, damit man überhaupt die Betriebsstellen, die Gegenden und Gebiete betreten konnte. Und zum Teil musste auch die Genehmigung der Polizei, der örtlichen Behörden da sein, damit wir überhaupt sozusagen kein Risiko für Leib und Leben haben, um hier reinzugehen. Also sofortige Bestandsaufnahme und wenn geht, sofort in Betriebnahme. Du hast gesagt, 100% der Flächenabdeckung, die vor der Unwetterkatastrophe da waren, sind im Bereich Mobilfunk wieder da. Wie geht es im Bereich Mobilfunk jetzt weiter? Also wir sagen, die erste Stufe, die erste Phase des Wiederaufbaus im Mobilfunk ist geschafft. Das heißt, wir haben wieder Mobilfunk überall. Wir haben jetzt natürlich Gebiete und Zellen, die überlastet sind, weil natürlich, wenn keine Festnetzinfrastruktur da ist, sehr, sehr viel von Kommunikation oder alles der Kommunikation über Mobilfunknetz geht. Das heißt, unsere Teams sind jetzt dran, diese Punkte zu erfassen. Wir wissen die, das sehen wir aus unseren Monitoring-Systemen und werden dort die entsprechenden Kapazitäten verstärken, wenn nötig neue Mobilfunkstationen dazustellen, wenn möglich bestehende Mobilfunkstationen umbauen, um eben neue Kapazität hinzubringen. Das heißt, das Netz wird jetzt genau beobachtet, um zu sehen, wie verhalten sich die Kunden, wie verhält sich die Last in den Netzen, um dann was genau zu tun? Wir wollen sowohl tadellosen Sprachverkehr
abwickeln können, sprich keine Dropcalls haben in diesen Gebieten, sprich wir wollen ein Niveau haben, wo man sagt, okay, man kann miteinander telefonieren, störungsfrei. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch den Datenverkehr ermöglichen. Warum? Weil im Moment in gewissen Gebieten kein Festnetz vorhanden ist. Das heißt, der einzige Weg zum Internet geht über Mobilfunk. Und das ist eben unsere Phase 2, in dem wir jetzt versuchen, mehr Kapazität für unsere Datenströme, Datenverkehrsströme zur Verfügung zu stellen. Und in einer Phase 3 werden wir sogar noch intensiver Mobilfunk in diesen Gebieten ausbauen. Was kann denn dabei der Anspruch an das Mobilfunknetz sein? Du sprachst gerade von Datenverbindungen. Wenn jetzt an vielen Stellen das Festnetz durch Mobilfunk substituiert wird, was bedeutet das auch unter dem Gesichtspunkt der physikalischen Möglichkeiten? Ja, die Situation ist so, dass die bestehenden Stationen nicht ausreichen werden, um den Verkehr vom Festnetz ins Mobilfunknetz zu übertragen. Also es wird kein 1:1 Replacement möglich sein. Das, was wir jetzt gerade machen, ist modellieren in diesen Gegenden. Wie können wir welche Frequenzen auf welche Infrastruktur verbauen? Also ich gebe ein Beispiel. Es ist ja in gewissen Gegenden nicht möglich, jetzt zu sagen, welche Häuser dürfen weiter bestehen bleiben oder müssen abgerissen werden. Das macht es für uns natürlich schwierig, wenn wir sagen, wir wollen Dachstandorte nutzen, wenn wir nicht wissen, wie die Infrastruktur in 2 Wochen, 2 Monaten ausschaut. Das heißt, all das fließt jetzt in unsere Planung ein, einmal sicherzustellen, wie ist die Topologie? Bleiben die Orte so, wie sie heute sind, bestehen? In Großteils ja, nicht zu 100%. Und wo können wir tatsächlich mehr Mobilfunk in diese Gegend, in diese Dörfer, in diese Städte bringen? Du sprachst gerade auch von den zerstörten Betriebsstellen, die wir haben. Wenn wir jetzt in den Bereich Festnetz wechseln, wie ist da der aktuelle Stand? Im Bereich Festnetz haben wir derzeit ca. 38.000 Kunden, die wir derzeit nicht am Netz haben. Ich sage, Gott sei Dank werden es täglich weniger. Das heißt, wir begehen im Moment alle unsere Access Nodes. Wir haben unsere Betriebsstellen wieder so weit intakt, dass wir sagen, okay, wir können die Grundversorgung bis zur Betriebsstelle garantieren. Das heißt, jetzt geht es ran an die letzte Meile Richtung Kunde. Gibt es diesen Access Node noch? Es gibt einige, die wir nicht mehr finden, die sind einfach mit der Flut weggespült worden. Es gibt einige, die sind verschmutzt, die sind nass, die haben, stehen zwar noch, aber sind einfach nass, das heißt, das kann man reparieren, mit Ersatzteilen auch bestücken. Und so arbeiten wir jetzt Stück für Stück vor und ich hoffe, dass wir diese Woche wieder einige tausend Kunden und Kundinnen ans Netz bringen können. Jetzt gibt es immer wieder die Stimme, bei mir war doch gar kein Hochwasser, bei mir war das Unwetter doch gar nicht und trotzdem habe ich gerade keinen Festnetzanschluss. Woran liegt das? Wenn ich in einem Gebiet bin, das von einem Access-Node versorgt ist, der nicht direkt an, zum Beispiel an der A lag, ja, und ich sozusagen 500 Meter weiter statt oder flussabwärts oder flussabgewandte Seite wohne, trotzdem aber an diesem Access-Node hänge, ist natürlich leider Gottes die Internetverbindung weg, die Verbindung einfach gebrochen, weil eben dieser Access-Node nicht mehr existiert. Das heißt, es ist regional sehr stark abhängig, wie tatsächlich die Netztopologie ausschaut, an welchem Access-Node hängt mein Haushalt und natürlich versuchen wir so schnell wie möglich hier Ersatzlösungen zu finden, um die Kunden zufriedenzustellen. Das heißt, es kann sein, dass einfach der graue Kasten, an dem, vereinfacht gesagt, der graue Kasten, an dem mein Hausanschluss hängt, ja, nicht mehr da ist, weil er weiter in dem Flutgebiet drin hängt? Genau. Also das heißt, ich kann mit meinem Haus safe sein. Und man sieht es ja in den Städten, also das geht wirklich in 10 Meter Stücken, gibt es ein anderes Schadensausmaß. Ja, je weiter ich wegkomme vom Fluss, desto schneller ist sozusagen, so, desto geringer ist der Schaden. Ja. Wenn ich aber an der Infrastruktur hänge, die zum Beispiel, wenn der Access Node am Fluss stand und jetzt von der Flut weggeschwemmt wurde, dann brauche ich mal einen neuen Access Node, um sozusagen auch die Gott sei Dank gesicherten Haushalte wieder anzuschalten und anzuschließen. Wenn wir jetzt von der Reparatur und dem Wiederaufbau sprechen, kommt auch immer wieder die Frage auf, bauen wir dann dort direkt mit Glasfaser aus? Dort, wo die Infrastruktur komplett zerstört ist, ja. Wir werden auch 5G und Glasfaser verwenden, um den Wiederaufbau zu gestalten. Das heißt, wir kämpfen nicht auf alte Topologien und alte Bestandsinfrastruktur zurück. Wo komplett neu gebaut wird, ist ganz klar, wir wollen das Neueste und das Beste für unsere Kunden dort platzieren. Über welche Zeiträume sprechen wir bei dem Wiederaufbau? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass wir hier keine generelle Aussage treffen können. Wir können wahrscheinlich für viele sagen, es wird Wochen, Monate dauern. Es wird aber auch Fälle geben, wo tatsächlich auch die Kommunen mal entscheiden müssen, sind die Straßenverläufe genauso, wie sie vorher waren? Bleibt das Ortsbild so, wie es vorher war? Werden neue Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen, wie Verbauungen? Ich kann das nicht beurteilen. Das ist alles in Ausarbeitung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier sehr, sehr viele Menschen sich Gedanken darüber machen. Und abhängig von deren Rahmenbedingungen
wo wir dann wieder Platz finden, in welchen Straßen finden wir Platz, können wir mit den Energieversorgern gemeinsame Sache machen. Es ist auch sehr, sehr viel andere Infrastruktur kaputt. Das heißt Kanäle, Gas, Wasser, all diese Dinge, wie können wir dann effizient mit den anderen ausbauen? Das heißt, es wird unterschiedlich sein. Wir sprechen hier von teilweise Tagen, um wieder die Infrastruktur instand zu setzen, und manche Dinge werden Monate dauern. Das hört sich logistisch, planerisch, aber auch operativ vor Ort nach einer Riesenaufgabe an. Was tut die Telekom, was tut die Technik, um das alles leisten zu können? Im Moment haben wir bei uns ein eigenes Projekt eingerichtet, das heißt auch Wiederaufbau, wo wir crossfunktional mit allen Kolleginnen und Kollegen der Telekom zusammenarbeiten. Wie können wir die Kunden bestens versorgen? Und das ist ja nicht nur das Netz, sondern auch vom Service, auch von den Produkten, die wir haben. Und gleichzeitig sind unsere Leute vor Ort in engen Kontakt mit den Kommunen. Das heißt, es ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier vor Ort mit den Leuten nach Lösungen suchen, weil das lässt sich nicht an einer Stelle steuern, sondern es muss vor Ort geschehen, weil hier vor Ort auch die Expertise und auch die Entscheidungen fallen, wo die Kommunen sagen, wir machen das so oder so, und dementsprechend können wir uns dann einfügen. Lässt sich das alles mit dem regional vorhandenen Personal abdecken? Mittelfristig ja. Jetzt in dieser heißen Phase des Wiederherstellens, so viel es geht, nein, wir haben natürlich dann Unterstützungsleistungen aus dem Süden Deutschlands, aus dem Osten Deutschlands bekommen. Hier haben uns die Experten geholfen, und so rasch wie möglich die Infrastruktur wiederherzustellen, wo es möglich war. Und das ist im Festnetz noch immer ongoing. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Helfern vor Ort? Hast du da auch einen Einblick bekommen können bei deinem Besuch? Also ich muss sagen, die Hilfsbereitschaft in diesen Gebieten ist außergewöhnlich. Also es ist wirklich, wenn man was braucht, wird geholfen. Das ist ein Hand in Hand, Schulter an Schulter einer Krisenbewältigung. Wir bekommen Aggregate, Dieselaggregate, Notstromaggregate vom technischen Hilfswerk. Die Bundeswehr hilft uns überhaupt, Straßen zu planieren, hilft uns über Flüsse Glasfaser zu spannen und zu legen. Wir helfen denen, indem wir denen Endgeräte geben, sodass die miteinander kommunizieren können. Das heißt, jeder, der etwas hat, gibt es gerne dem anderen, wenn es nutzt und hilft. Also aus meiner Sicht ausgezeichnet. Wenn du auf die nächsten 2 bis 4 Wochen guckst, und das auch als letzte Frage, wie ist da dein Ausblick? Was werden die nächsten Schritte technologieübergreifend sein? Wo geht's hin? Also beginnen wir beim Mobilfunk. Mobilfunk ist ganz klar Stärkung der Mobilfunknetze. Das heißt, wir werden dort, wo wir Bottlenecks haben, wo Überlast erzeugt wird aufgrund des Datenverkehrs und Sprachverkehrs, werden wir Verstärkung bringen im Sinne von neuen Stationen und auch Kapazitätsausbau. Im Festnetzbereich werden wir versuchen, so viel wie möglich instand zu setzen. Das wird jetzt über die nächsten Tage und Wochen so gehen. Und wir beginnen bereits heute, wo wir wissen, es gibt nichts mehr instand zu setzen, weil alles neu gemacht werden muss, beginnt jetzt bereits die Planung, wie wir interimistisch mit Mobilfunk den Menschen helfen können und wie wir mittelfristig mit einer Glasinfrastruktur vor Ort sein können. Und wir hören das dann auf, wenn das wieder für alle gelöst ist. Walter, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Danke. Dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Danke. Dankeschön.